Hallo zusammen, heute geht es um Schweizerdeutsch und ich habe hier ein Klasse-Velo. Und zwar gibt es da noch eine Geschichte, ich habe mal einen Katalog gemacht zum Flyer Klasse-Velo und war an der Anuga, das ist allgemeine Nahrungs- und Genussmittelausstellung in Köln und habe einen Flyer gemacht, Klasse-Velo. Da hat mich jeder Deutsche angeguckt, weil der weiß nicht, was ein Klasse-Velo ist. Das hier ist ein Klasse-Velo. Wir haben auch so Teile gemacht. Truhe von Liebherr. Das ist jetzt eine dänische und das Fahrrad ist ein englisches. Fahrrad haben wir das gleiche gemacht. Wir haben natürlich auch teure Fahrräder gemacht, weil das Fahrrad zum Knicklenker, der kostet mal locker 5000 Euro. Aber wir haben dann auch Reparaturenanfragen gekriegt. Die Luft ist weg und der Reifen ist geplatzt. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt das nicht mehr. Punkt. Dieses Teil hat einen Standardkompressor BD35F drin. Schönes Ergebnis ist, das Ding kriegt mit Anlauf minus 18 Grad hin. Wir haben unsere getuned mit einem BD100 wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr genau, oder einem BD80. Dann hat man auch die minus 25 Grad erreicht. Aber so haut einem die Vergangenheit ein. Da kam jemand her und hat gesagt, ob wir das reparieren können. Ja, wir können. Es war auch nicht viel zu reparieren, da war ein Fachmann dran und hat Kältemittel aufgefüllt. Es war zu viel des Guten, aus diesem Grund hat das Teil minus 5 Grad gepackt. Es hat, wenn man zu viel Kältemittel im Kühlsystem einfüllt, wir haben hier eine Capillaro-Einspritzung, dann geht das Kältemittel hinten in den Kompressor, die Leitung war komplett vereist und der Kompressor war schön kalt, aber es hat ja keinen Sinn, den Kompressor zu kühlen, sondern ich muss ja den Kühlraum kühlen innen drin. Ja, das ist die Vergangenheit und ein bisschen Sprachprobleme. Das ist ein Klasse-Velo. So sieht das Ding aus. Ist jetzt hier nicht beschriftet, da hat es noch vom Importeur einen Zettel drauf. Das ist relativ ein schwaches Ladegerät. Mit dem hätte man die Batterie laden sollen. Das ist dann 12 Ampere. Der Kompressor zieht schon 5 weg. Also da bleiben dann noch 5 Ampere zum Laden. Aber hier war auch eine kleine Bleibatterie drin, so 60, 70 Ampere. Ja, für kurz unterwegs, aber dauerhaft ist es zu schwach. Das soll es gewesen sein für Klasse-Velo. Hier unten verlinke ich euch ein Video über die 81 GT. Die ist gebaut für Außendienstmitarbeiter, die Speiseeis transportieren oder eben Klasse. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.